Tja, aber ich weiß es nicht. War es einfach nur. Ich auch nicht, aber. Guckt oder? Euch einfach mal das Gigoseum an. Ist das nicht geil? Also, ich finde das wirklich sehr gut gemacht. Das ist wie ein Gladiator. Ja. Vielleicht kommt der Joachim Phoenix. Hä? Ja, der hat da gespielt hier in Gladiator. Ach so. Als Cäsar auch sogar. Oder so einer, der nur so aussah wie einer, der Cäsar sein könnte. Joachim Phoenix. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es auch nicht. Ich habe den Film nie gesehen. Ich auch nicht. Ich spekuliere hier nur aus Trailermaterial und alten Erinnerungen. So. Und Russell Crowe. Ich wollte gerade sagen, das war doch Russell Crowe. Ja, aber Crow. Der hat den Gladiator gespielt. Genau. Joachim Phoenix. Guckt euch mal an, wie riesig das ist. Ich glaube, ich den Cäsar gespielt, wenn das Cäsar war. Guckt euch einfach an, wie riesig das hier ist. Das ist unglaublich. Aber das ist, wie gesagt, die ganzen Aufgaben und hier, die sind richtig gut gemacht und passen wirklich gut ins Spiel rein auch. Ja. Also, da kann man echt nicht meckern. Das ist so ziemlich, finde ich, das bestgemachte Level bisher. Und das Terrarium des Terrors habe ich zwar bisher noch nicht gespielt, aber das gefällt mir somit am besten. Also, wie gesagt, vom allgemeinen Retro-Faktor hat natürlich Banjo-Land die Nase vorn, das ist klar. Aber sonst ist das Gigoseum von den Aufgaben her und so wirklich wie für dieses Spiel gemacht. Ha, ne? Aber ihr wisst, was ich... ihr wisst, was ich meine. Na, dann gucken wir uns mal. Außerdem scheint es hier in Strömen. Fette Typen in Windeln? Was? Prost. Das mag keiner. Weiter Alarm. Jetzt muss ich warten. Ich hab doch keine Zeit für diese Luftschleichenspieler. Komm mal, der muss so kraftvoll vor uns wirklich gehen. Bereit, auf ersten Nieren geprüft zu werden? Du armseliges Etwas? Alter, ey, komm mal runter. Muskeln? Sind sie unter den ganzen Fett versteckt, Schweinebacke? Ach du, Hörchen, nach meiner schweren Frau kann ich diese Jungs nur mal einen Schlag aus dem Letzten hauen. Und du, was ist mit dir? Schlupf dich aus dem Ring in der anderen ständigen Zeit und ich werfe deine. Ah, okay. Das ist die Aufgabe, die ich geschafft habe, während du auf Toilette warst. So geht das also. Yep. Und die habe ich direkt mit. Doch, beginn. Ich bin nicht mehr der Elefantenmann, ich bin jetzt der Rüsselmann. Der Schweinemann. Ich bin nicht mehr der Elefantmann, ich bin der Rüsselmann. Ja. Interessant. Russell Crowe? Das war aus Otto die Serie. Der Rüsselmann. Wo die denn irgendwie. War das nicht so, dass die denn den Rüssel rauszieht oder sowas? Ja, der hat sich im Kofferraum verhangen, glaube ich. Ja, ja, genau. Und die hat irgendwie so. den komischen, den, glaube ich, den Anschnallgurt gesucht. Immer weitergezogen. Das kann, glaube ich, so gewesen sein, ja. Ich fand das voll gruselig damals. Ja, aber es war extrem gut gemacht. Ja. Auch vom Technischen her. Ich hätte nicht davon erzählen sollen, dass ich das beim letzten Mal auf Anhieb geschafft habe. Naja, ist ja noch, also hier noch, ist das so eine Aufgabe für. So, ich hoffe, der wirft den anderen direkt mit runter oder fällt gar nicht runter. Oder zerquetscht dich. Ja, das macht 10 Sekunden. Ja, nein, das wird so nix. Schade. So wird das nix. Nee. Da muss man. Ja, Salzstand. Echt süchtig nach den Zeiten. Ja, das ist schlimm, das ist dieses Salz. Von dem alle reden. Das ist quasi in aller Munde. Nice. Tumbling down. Oh shit. They're all about to topple over, but they never do. But they did. Oh Mann, ey! Voll cool. Dass der Wagen immer runterfällt, ja. Ist zum Kotzen. Ja, dreh! Das mit dem Controller war gerade wieder Immersion und so. Immersion. Immersion Plus. Tja. Oh. Beiden fallen, der fällt auf. Nicht. Jetzt. Nein! Oh, mach doch mal das, was ich dir eingebe, du verfenstertes Ding! Voll zugefenstert! Hey Baby, oh? Lass uns heute Abend mal ein bisschen fenstern.
Auf Fleisch! Was ist denn das? Fleisch ist eine. Ein Produkt aus Tieren, ja, ich weiß. Naja, nein, ja. Eigentlich sind Tiere ein Produkt aus Fleisch. Also werden so in Fabriken hergestellt. Eine Sache, die du ja nicht isst. Ja. Fabriken. Fabriken. Ja. Da dreht sich mir der Magen. Also eine kleine Lagerhalle vielleicht, aber eine ganze Fabrik, du. Verträgst das Öl nicht. Die Schmiere macht sich mit seiner Magenschleimhaut nicht so gut. Oh, ich muss auf. Schmier gleich ab. Wenn der Magenschleimhaut. Schlamm? Wenn der Magenschleimhaut, dann. Ah. Dann ist Hopfen und Malz verloren. Ey, was passiert denn hier gerade mit der Steuerung? Ohne Mist, das war gerade echt nicht. Das war gerade echt seltsam. Feierlich auch nicht. Nee. Ey, diese Welt ist so riesig. Ja. Ja. Okay, das ist einfach viel zu groß. That's what she said. Haha. Bei mir. Stimmt. Stimmt. Die war's. Die hat das gesagt. Whoa. Das glaube ich jetzt nicht. Das war absurd. Irgendwie musste ich aber gerade statt Natalie an so eine Trickfilmserie denken. Irgendwie hatte ich das Intro im Kopf. Fängt auch mit N an. Nadja. Kennst du diese komische Serie? Diese komische Serie? Ja. Nadja? Ja, Nadja. Oder Nadja? Nadja. Mit I. Ja. 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 Kennst du noch? Ja, der Zauberstein. Genau, Nadja und der Zauberstein. Mit John und keine Ahnung. Das ist mein Lieblingsanime. Echt? Ja. Wirklich? Ja. Fushigi no Umi no Nadja. Echt? Ja. Sorry. Das ist ja kein Problem. Hey, guter fieser, armsüger Flohsack, so über meine Nadja reden. Jetzt hast du deinen Schicksal verdient. Nee, wenn ich drüber nachdenke, einfach über diesen Anime, ich weiß davon nichts mehr weiter. Außer, dass es ihn Nadja gibt. Ja. Ja, da muss man, ja. Ja, gut. Soll ich dir das jetzt alles erklären? Nee. Gut. Nadja ist geheim. Paris, 889. Der junge Entwickler Jean und sein Onkel. Alter, weißt du, das ist echt alles auswendig. Ich bin daneben gesprungen. Naja, so in etwa. Wir gucken mindestens einmal im Jahr. Okay. Wie viele Folgen sind das? 39. Das ist sogar ein recht übersichtlicher Anime dann. Ja. Jedenfalls für Verhältnisse, was bei RTL 2 immer lief. Da liefen ja halt immer nur die so mit 5000 nur die Geldmaschinen. Folgen. Richtig. Und Nadja halt. Ja, ja, gut. Nadja lief ja schon 92 oder was das war. Das lief aber auch später nochmal, wo dann schon Pokémon und so Geschichten liefen. Ja. So zur Anime-Zeit ja, nach der Schule. Als man wusste, dass Anime Anime ist. Hm. Und ich dachte, ach, das haben bestimmt auch die Deutschen gemalt. Wie, was, hä? Naja, also... Ich weiß jetzt nicht, was? Ne, ich meine, dass Anfang der 90er ja kein Mensch sagte, hier, guck den Anime. Ach so. Auf RTL. Und dann guck die Zeichentrickserie. Ja, stimmt. Weil ja... Der Hype kam ja erst später mit, das ist Anime. Ja, es war über Pokémon dann. Die Pokémon Mania hat ja alles verändert in der Welt. Die hat alles verändert. Guck mal, man braucht gar nicht mal das Auto. Niemand braucht Zack, ein Auto. Und fertig. Yeah, so hast du es damals geschafft. Ja, so ziemlich. Weil du es auch jetzt von 1,42 auf 1,1 runtergedonnert hast. Was? Eine bessere Leistung habe ich leider noch nie gesehen. Ich hätte die freundliche Leistung gehabt. Das Schwein. Und das war Punkt 1. In Anime Talk. Nadja niedergemacht. Check. Ich hab's ja nicht niedergemacht. Das hätte mich auch gewundert. Ich hab nur gesagt, komischer Anime. Atimo. Naja, eigentlich nicht. Aber ja. Weil das Einzige, was ich davon irgendwie so im Kopf habe, ist so ein Clusterfuck aus Was war das nochmal? Ja, gut, die war auch schon lange nicht mehr. Und ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
Wenn ich meine so aus mit what the fuck. Also wirklich 100%. Ich hab's keine Ahnung. Ja, wie soll ich das denn wissen, wenn ich den Anime immer wieder gucke? Kann ich mir ja nicht vorstellen, wie ich nichts davon weiß oder nur wirren Scheiß. Ah, okay, ich weiß, was hier gemacht werden muss. Da müssen wir einfach nur weit springen. Cool. Tschüss. Ist halt einfach weg. Ich dachte, das um deine Hörnangst, Benjo. Bist du abenteuerlustig genug, um an der Weitsprungaufgabe teilzunehmen? Warum hast du jetzt auf den... Ich meine Leber verhauen. Achso. Deine Punktzahl beginnt zu steigen, sobald du dich aber verlassen hast. Je weiter du fliegst, desto höher deine Wertung. Na, alles okay? Das ist Acting. Achso. Der geht hier gerade voll ab. Oh, das ist wie Goseum, ne? Ja, ne? Talbo 6. Stand ja. Gut, dann würde ich sagen... Sascha! Oder was machen wir gerade haben? Ich glaube, der wäre Grischer sogar besser gewesen. Das ist Fame-Mobil Returns. Na, immerhin den Jiggy. Ich hab zu spät die Flügel aufmachen wollen. Gut, mein Jiggy schon. Nicht schlecht. Ich wusste, du würdest eine gute Versorgung nennen. In Ansehen, wie das alles ist. Schlank. Aber kannst du dich auch noch eine höhere Ziele setzen als Jiggy? Ja. Na gut, dann Sex. Was, Sex? dann zeig's mir. Weißt du, dass jemand deine Leistung im Weißpunkt so überwältigt wird? Das ist doch nicht ein bisschen sehr... Ich muss das alles ausgleichen. Ich glaube, du weißt es selbst nicht, oder? Ich weiß es selbst nicht. Es muss einfach irgendwie raus, okay? So ein Let's Play ist ein guter Sport. Für sowas. Ja. Das sollte passen. Yo! Einmal komplett bis nach hinten kippen. Boom! Das ging schnell. Yeah. Mit dem Bremsen. Das ist wie als Spider-Man versucht, Mary Jane zu retten und sie dabei tötet, weil sie zu schnell abbremst. Kazui? Kazui? Ja. Himmel, was für ein Sprung! Du hast den direkt bei der Spitze der Besten des Verdrängten gegrüßt. Sei der neue Generalsprungmeister. Generalsprungmeister! Generalsprengmeister. Sprungmeister stand da. Ja, aber Generalsprengmeister. Wer ist denn General Sprengmeister? Das war, der hieß, so hieß, einer bei Nadja? In Cameo. Ach so. Auch ein Rare-Titel für die 360. Weißt du, was auch noch ein totaler Clusterfuck war, über den wir schon öfter geredet haben? Flint Hammerhead. Achso, ich dachte. Zwischen im Zeitbüro. Umdagger, Imdagger, Umdagger. Ich dachte, du kommst jetzt mit ich hab seinen Namen vergessen. Der alten Kalkleiste. Ach, der Kalkspüler. Ja, ich dachte, ein totaler Clusterfuck. Mekoli Kalkin. Nun, Kürregal. Ah, ja. Ja. Stell dir mal vor, Mekoli Kalkin auf der Kinderriegelpackung. Mit seinem Gesicht. Garius real. Ja. Fruchtfleisch. Ich wollte einfach mal Fruchtfleisch sagen. Mal gucken, wie du reagierst. Siehst du, du isst Fleisch. Ja, er ist Fruchtfleisch. Ja, siehst du? Ja. Ist Fleisch. Ja. Fleisch ist Fleisch. Na, 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 na. Da. Fleisch ist Fleisch. Na, 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 na. Und wir singen schon wieder. Eigentlich bin's nur ich. Und so weiter und so fort. Das nicht. Jetzt ist es raus. Du magst so viele. Du magst auch Kryptonite nicht. Kryptonite? Von Three Doors Down? Kryptonite! Nein. You're my Kryptonite. Ich kann ihn nicht nachmachen. You're my Kryptonite. Du hast einmal gesagt, das ist der fürchterlichste Song. Das hast du dann auch noch zu... Kryptonite? Das hast du dann auch noch zu... Da kennst du viel, Lieder. Das hast du dann auch zu Rock'n'Roll Queen gesagt. Boah, das ist das schlimmste Lied. Be my. The Rock'n'Roll Queen. Das doch, da kann man aber gleich also einfach nur eine Taste auf. Are you ready for Freddy? Die Arme am Stück drücken. So. Oder hupen, einfach auf der Hupe einschlafen. Benjo, du bist dran.
Schon wieder. Hallo, ich war beschäftigt mit Dominostein, haut alle um. Ist ja lauf. War beschäftigt mit Dominostein. Ich hab nur die falschen gekauft. Die waren nicht ganz so sanft, wie ich dachte. Was sind die Regeln, Eisbein? Stürze so viele Dominosteine wie möglich um in einem Versuch. Sobald der erste Dominostein gefallen ist, oh, hast du keinen Einfluss mehr darauf. Oh, die sehen aus wie so riesige Oreo-Milchschnitten. Oder? Oreo-Milchschnitten, das wäre doch mal was. So haben die doch aber gerade ausgesehen. Ja, ne? Das wäre irgendwie voll eine gute Idee, so mit Oreo-Zeug ja, bloß Prinzip, als Milchschnitte. Ja, im Prinzip ist eine Milchschnitte ja eh bloß ein... Ein großer Oreo? Ja, ein eingeweichter... Okay, das wird, glaube ich, nichts. Nee. Wow. Ich wollte doch eigentlich erst fliegen. Apropos Domino Day. Leute, ich möchte eine Kettenreaktion sehen, die mir mehr Gänse verpasst oder wirklich was wert. Drehe voll am Rad. Heißt die Aufgabe so? Ich drehe, ja, warum nicht? Nein! Oh Gott. So, wir haben nämlich da eine Technik herausgefunden. Nämlich einfach einmal im Sturzflug da rein zu brettern und dann BOOM! Und dann da rein zu fliegen. Du kannst das besser! Wow, ich habe genau nur diese eine Reihe! Aber nicht schlecht! Aber nur diese eine Reihe! Du bist dran! Du bist dran! Nicht schlecht, bla bla. Ja. Wie gesagt, also Jigoseum, da machen die Aufgaben echt Spaß. Halt bei. Komm, die haben das Jigoseum zuerst entwickelt. Ja, ne? Das habe ich aber auch gerade so gedacht. Oh nein, was hat getan? Nur die Flügel ausgefahren. Ich wollte höher, weiter, schneller. Faster, stronger? Scooter. Work it. Make it, do it. Makes us harder, faster, better, stronger. Britney Spears. Nein. Okay. Daft Punk. Aber ihr hat auch ein stronger Lied gemacht. Ja, da fällt er. Stronger, oh yeah, I'm Britney. Britney, bitch. Britney, bitch. War aber auch das Geilste. I'm Britney, bitch. So, ihr großes Comeback 2007. I'm Britney, bitch. Erstmal Haare rasieren. Ach. Und ein Jahr später kam sie dann mit Womanizer und so ein Gedöns. Wo sie dann wieder schlank war. Wo sie dann wieder schlank war. Was ist denn hier los? Ich kann es dir nicht sagen. Ja, ist doch jetzt hier. Wobei. Aber ja, das Jigoseum, das ist als erstes kam mit den ganzen Aufgaben, meinst du so irgendwie? Ja, ja, dass die das zuerst gemacht haben, dann auch dachten sie sich irgendwann was anderes. Das ist mir so toll. Aber weil das Jigoseum, das passt von den Aufgaben her wirklich am besten zu diesem Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Und wenn man sich halt so Nutty Acres und sowas anguckt, das sind halt wirklich so richtig Banjo-artige Level, sage ich mal. Nutty Acres, die Lockbox-Sätze, ist eher so ein schlechter Versuch von Microsoft, irgendwie Vorstellungen zu machen, was nie passiert ist. Dann natürlich Banjo, also Banjo-Land ist klar, Lockbox ist halt, Nutty Acres ist wirklich ein Banjo-Level, finde ich. Und auch die Oberwelt passt zu allem, aber das Jigoseum ist halt wirklich so auf diese... Hier Zeitaufgaben und Mengenaufgaben und Schaffaufgaben und sowas am besten abgestimmt. Was sind wir denn jetzt so kacke darin? Ich mach das auch vollkommen falsch. Pass auf. Mach's mit dem Wildschwein? Nee, jetzt kann ich fliegen. Waldschwein meine ich. Das kann auch nicht fliegen. Nee, da musst du einfach nur gerade direkt ruff gegenrammen. Nein, der Trick ist. Naja, in die Mitte rein und dann so seitlich gegen dotzen. In alles hinein. Oder was willst du jetzt machen? Und dann kurz vorher ja, schießen. Ja, fast. Fast so, wie es wollte, aber dann gar nicht. Ja, ist doch gut jetzt hier. Ihr habt das oft genug gesehen. Keule, echt. Ja! Also, immer wieder schön reindrücken. Immer wieder also, Salz dem, in die Wunde. Aber dem, ach, das Waldschwein, nee, das klappt nicht. Dann machen wir mal Fellmobil. Willst du nicht Grisha nehmen? Nee. Nee? Nee. Okay. Baba, baba. Warte. Nö. Wie viel noch rumfällt? Wobei, das hätten sie geschafft. Ja. So. Du willst vorher noch schießen. Nee, ich bin blöd reingedonnert. Was ist das? Du hast gar nicht nach rechts gelenkt oder so. Ach, willst du es jetzt von da oben aus machen?
So einmal da nach unten und dann wow, und dann buff. Oder wie? Schalabüff. Do it! Just do, do it! Okay. Ja, ich werde jetzt den Shia-Buff hier einfügen. Just do it! Jawohl, es hat geklappt. Shia-Buff hat's gemacht. Just do it! Ich hätte gedacht, dass das funktioniert.